Am frühen Abend ein Notruf bei der Polizei im texanischen San Antonio. In einem LKW seien etliche Migranten entdeckt worden, dicht gedrängt, viele leblos. Ein Arbeiter aus einem der Gebäude hinter mir hörte einen Hilferuf, ist dem nachgegangen und fand einen LKW mit unverschlossenen Türen. Er machte sie auf, um reinzuschauen und fand einige verstorbene Personen im Inneren. Deceased individuals inside. 46 Menschen tot, 16 Überlebende, darunter sollen auch Kinder sein. Die Betroffenen, auf die wir gestoßen sind, waren heiß bei Berührung. Sie hatten einen Hitzschlag, einen Hitzekollaps. Es gab kein Wasser im Fahrzeug. Der LKW wurde knapp 250 Kilometer entfernt von der mexikanischen Grenze entdeckt. Die Opfer mutmaßlich Einwanderer, die so von Menschenhändlern in die USA geschleust werden sollten. Ich kann einfach nicht verstehen, wie diese Leute das machen, nur für Geld. Jemandem das anzutun. Ich würde das niemals tun, nicht mal, wenn es innen eine Klimaanlage gäbe. Die Polizei hat 3 Personen in Gewahrsam genommen, die Ermittlungen noch am Anfang. Auch die Nationalität der Opfer bislang unbekannt.